MTV News. Willkommen bei Schwalbe. Kommt doch einfach rein. Hallo MTV News, mein Name ist Michael Kull. Ihr seid hier heute bei Schwalbe. Ich zeige euch mal, was hier in der Firma so abgeht. Wir sind hier ungefähr eine halbe Stunde östlich von Köln im Oberbergischen Land. Und hier ist der Hauptsitz von Schwalbe, also sozusagen, wo alles gelenkt wird, wo unsere Produktion koordiniert wird, wo die Product Manager sitzen, wo das Vertriebszentrum sitzt, der Vertrieb an sich auch ansässig ist. Und das möchte ich euch heute gerne mal zeigen. Viele Leute denken, das Profil ist wichtig beim Fahrradreifen. Natürlich ist das wichtig, aber insbesondere auch der Compound, die Karkasse, das Zusammenspiel dieser verschiedenen Materialien, die im Fahrradreifen verwendet werden, ist sehr, sehr wichtig. Also ein Fahrradreifen ist nicht einfach nur ein schwarzes Objekt, das es in weich und in hart gibt oder so, sondern es gibt sehr, sehr viele Unterschiede, selbst wenn die Reifen sich nicht großartig unterscheiden von der Optik. Ein Unterschied zu vielen anderen Reifenherstellern, die ihr vielleicht kennt, ist, dass Schwalbe ausschließlich im Bereich Fahrradreifen tätig sind. Wir haben kein großes Unternehmen dahinter, die aus der Automotive-Branche sind. Und das ist auch so ein bisschen unser Erfolgsgeheimnis, weil wir halt einfach das machen können, was wir möchten. Wir können den Trends folgen, die wir sehen, und müssen uns halt nicht von irgendwelchen Shareholdern oder Aktionären sagen lassen, was wir zu tun und zu lassen haben. Die Marke Schwalbe, wie ihr sie heute kennt, ist eigentlich 1974 gegründet worden. Damals waren wir ein reines Importunternehmen, das heißt, wir haben Waren aus Asien nach Deutschland importiert. Wir haben einen super Hersteller gefunden in Korea damals, der Fahrradreifen hergestellt hat. Die haben qualitativ wirklich tipptopp gepasst, aber vom Marketing, von der Produktentwicklung war das halt nicht ganz so auf dem Niveau, was wir uns vorgestellt haben. Deshalb haben wir diese Zusammenarbeit immer weiter intensiviert und daraus ist irgendwann die Marke Schwalbe entstanden. Schwalbe ist die Übersetzung 1:1 von Swallow und diese Marke hieß früher Swallow. Und ja, mittlerweile kann man sagen, dass die Marke halt 100% ja von hier gelenkt wird. Aber wir haben nach wie vor halt ein sehr, sehr enges Verhältnis, ein sehr enges Joint Venture mit dem koreanischen Unternehmen Hong A, was die Reifen auch bis heute produziert und sind da auch sehr erfolgreich in dieser Zusammenarbeit. Also unsere direkten Kunden sind eigentlich die Großhändler, nicht der Fahrradhändler und auch nicht der Endverbraucher. Zwar können sich Fahrradhändler und Endverbraucher hier auch melden, wenn sie zum Beispiel Fragen zu einem Produkt haben oder ein Problem haben. Der Großhändler an sich hat aber die Vertriebsstruktur für uns oder die Vertriebsfunktion für uns. Denn wir könnten mit unserem Logistikzentrum hier gar nicht die 6.500 Fahrradhändler in Deutschland oder 22.000 Fahrradhändler in ganz Europa bedienen, die Schwalbe-Produkte führen.